Unser Fühlmemory kommt in diesem praktischen Stoffsäckchen und da gibt es zwei Varianten, dieses zu spielen. Also man hat hier viele verschiedene Steine mit verschiedenen Oberflächen, die ertastet und erfüllt werden können. Das eignet sich halt für kleine Kinder, aber auch für Kinder oder Menschen mit Behinderung. Und auch wird es immer wieder gern gekauft für ältere Menschen, gerade so in dem Bereich Demenz und so weiter, kann man das gut verwenden. So, also wie gesagt, mehrere Steine. Eine mögliche Spielvariante ist, dass ich einen Stein aus dem Beutel ziehe und muss jetzt in diesem Säckchen ertasten und den zweiten passenden Stein dazu finden. Die andere Variante ist wie beim normalen Memory, dass ich alle Steine verdeckt auf den Tisch lege und immer zwei aufdecken darf. Sind die falsch, muss ich sie wieder umdrehen. Dann ist der nächste Spieler dran. Habe ich zwei gleiche aufgedeckt, dann darf ich sie behalten. Und wer am Ende die meisten Steine sammeln konnte, der ist dann der Sieger.